Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Baphomets Fluch, der Engel des Todes. Ja, Baphomets Fluch 4, muss man dazu sagen. Ha! So, wir waren hier in den Katakomben von... ich kann es mir nicht merken. Ich werde es mir nie merken können. So... Sapi... Tokai oder so ähnlich. Wie auch immer, wir sind in den Katakomben direkt darunter und sind bei den vier Ritterfiguren. Wir haben zwei schon erledigt. Hier ist die dritte. Die wollten wir uns anschauen und mal feststellen, was das für ein Rätsel ist. Okay, das sollte man natürlich bei dem Manuskript herauslesen können. So, dann schauen wir mal genau drauf. 3, 1, 2, 3 würde ich sagen. Ist das links oben? Das schreibe ich mir mal kurz auf. 3. Dann hätten wir hier 2, 2, 2. Dann bleibt das wohl auf der 2 stehen. Das rechts oben, das links unten ist 2, 1, 3, 2, würde ich sagen. Und das rechts unten ist 1, 3, 2, 1. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Also wir nehmen einfach die Kombination vom ersten Schild. Im Endeffekt. Symbole. Das ist, zweite ist 2. Hätten wir stehen lassen können. Ach, das sind noch mit verschiedenen Farben. Jetzt wird's knifflig. Unten 2, lassen wir stehen. Unten 1. Gut, schauen wir nochmal nach. Vier Ritter mit Schilden. Das vierte Wappen ist verdeckt. Also links oben ist auf jeden Fall Lilie. Lilie, Lilie, Lilie. Das heißt, das kann man lassen. Löwe, Löwe, Löwe. Rechts oben. Links unten variiert's. Links unten variiert's. Das ist, sind Löwe, Löwe, Löwe. Und rechts unten ist wieder Lilie, Lilie. Ach Gott. Also das ist noch nicht mal hilfreich. Linie, Linie, Löwe, Löwe, das passt soweit. Zu 2 hin, aber welche Farbe? Welchen Unterschied machen die Farben? Ah, gemeines Rätsel für einen Farbenblinden wie mich. Blau. Ja? Das Blau müsste nach links oben. Rechts ist Blau, Weiß, Rot. Das Rot, Gelb, Blau. Müsste unten rechts rot sein. Unten links rot sein. Rechts Blau, Weiß. Entweder Gelb, Grün, was auch immer das war. Ich habe keine Ahnung. Das hier. Blau. Okay. Die andere Farbe ist hier rot, gelb, blau, weiß. Unten links muss weiß hin. Unten rechts ist weiß, gelb, gelb hin. Mutig mal. Hier sind 3. 3 sollten da nicht drauf, sondern 2. Der. Exzellent. Auf so ein Rätsel muss man erstmal kommen.
Na, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Diese Wandnische ist leer. Das kann fast schon nicht sein. Diese Wandnische ist leer. Soweit so gut. Diese Wandnische ist nicht leer. Aber den Ritter haben wir schon gelöst, genauso wie die anderen beiden. Oha. Ich schätze mal, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Also die gute Anna und der gute George werden sich wohl gleich trennen. So ähnlich. Ja gut, wir müssen mal kurz mit Anna-Maria sprechen. Stell dich in eine Nische. Ja, aber vielleicht lassen wir die beiden noch mal ein bisschen flirten. Ziemlich gespenstisch hier unten, was? Ach, das kennen wir doch schon. Keine Angst vor Ratten. Ha, ich? Hast du hier welche gesehen? Gut. In die Alkoven rein. Los mit dir. Anna-Maria, stellst du dich mal in eine der Nischen? Warum? Im Manuskript steht, wir müssten unseren Platz im Kreis einnehmen. Oh, ich verstehe. Was passiert dann? Tja, mit etwas Glück finden wir uns danach in der Schatzkammer wieder. Und ich kriege den Schatz. Das war der Plan. Aha. Wie bitte? Nichts weiter. Komm schon, Anna-Maria. Hey, was ist los? Es ist ein Riesenschritt, verstehst du nicht? Wenn der Schatz wirklich da ist, dann ändert sich alles. Aber doch zum Besseren. Glaubst du? Ich weiß es. Arm war ich oft genug. Vielleicht geht es ja gar nicht um Geld. Vielleicht nicht. Aber was immer passiert, die Art, wie wir beide das geschafft haben, wie wir zusammen waren, wie sich alles ergeben hat, das ist doch etwas Gutes, findest du nicht? Was Positives, was Gutes. Einverstanden? Einverstanden. Dann wollen wir mal. Du hast recht. Fangen wir an. Naja, also wenn das jetzt die Lösung war, dann war das ein sehr, sehr kurzes Spiel. Das... Hoppla! Fahrstuhl abwärts. Oh, da geht's weiter. Ha. Der Schatz. Na? Was sagst du dazu? Besser erstmal nichts. Wir schauen uns dort vorne um. Nein, Korrektur. Wir schauen uns erstmal in diesem Raum um, weil ich traue der Sache erstmal nicht. Ich würde ganz gerne sicher gehen, nicht, dass ich hier irgendwas vergesse. Eine interessante Nische oder irgendwas Bedeutsames. Okay, gut. Wir haben nichts verpasst. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Geht mir auch so. Weißt du was? Der stammt nicht aus dem Mittelalter. Der dürfte älter sein. Fast biblisch. Er wirkt so vertraut. Warum? Es gibt so viele Gemälde von Engeln. Du hast recht. Botticelli, Michelangelo. Aber keines ist so schön wie das hier. So, wie kriegen wir das Ding hier raus? Es kommt mir vor wie Diebstahl. Du spinnst wohl. Ich sehe hier sonst keinen, der so viel Zeit investiert hätte. Du hast recht. Komm, fangen wir an. Braves Mädel. Oh oh. Ich hoffe, es ist kein Rätsel auf Zeit. Ach, verflixt. Aber es wäre auch wirklich zu kurz gewesen. Wir haben ja kaum was gesehen. Wir waren ja noch nicht mal in England und so weiter. So, hier die Nischen sind zu. Die guten Flammen da oben. Weiß Gott, warum die... Hey! Ich glaube, das Ding sollten wir jetzt mal genauer ansehen. Die guten Flammen da oben brennen und brennen. Keiner weiß warum. Da ist er, der Schatz, den wir gesucht haben. Oha!
Seht euch an, hier sind wichtige Punkte auf der Karte eingemalt. Natürlich nicht maßstabsgetreu, aber die werden schon irgendwas zu bedeuten haben. Zypern. Zypern? Alexandria. Na, damit haben wir nicht viel zu tun. Alexandria. Oh, das war noch das gleiche. Ich dachte, ich hätte jetzt diese Türmchen angewählt. Was hier ist? Paris. Paris. Oh, ist das hier wahrscheinlich England? London. Ja. Keine Ahnung, was das sein soll. Rom. Ach, Rom. Oh. Süden. Babylon. Babylon. Norden. Ist das Osten? Und hier unten ist Westen. Na gut. Rom. Wissen wir schon. Das hier ist London. Also irgendwas müssen wir auf jeden Fall mit diesen Dingern machen. Konstantinopel. Das hier? Konstantinopel. Tatsächlich. Okay. Was sagt das Manuskript? Da steht: Zum Letzten. Um das Licht zu sehen, wende dich vom heiligen Zion ab und blicke zur großen Festung des Reiches im Osten, der Sitz der heiligen Kirche im Westen, die gelehrte Koptenstadt im Süden. Welche soll die gelehrte Koptenstadt sein? Das ist der Engel, der im Manuskript erwähnt wird. Das ist der Engel, den wir gefunden haben. Mein Gott, sind wir gut. Zypern. Zypern. Das war London, Konstantinopel. Ich kann doch irgendwas mit dem Kram machen. Konstantinopel. Ja, das habe ich schon gedacht. Paris, was war mit Paris? Paris. Wir müssen irgendwie den Weg nochmal rekapitulieren. Ich glaube, das war hier. Da steht: Zum Dritten, folge dem weltlichen Weg des Meisters und erweise dich würdig. Zunächst die Festung, wo er kämpfte, doch schließlich der Macht der Mamluken unterlag. Akon. Dann reiste er in Longshanks schöne Stadt, wo er als Großpräzeptor empfangen wurde. London. Zum Tempel in Villeneuve, wo er zum Großmeister des Ordens ernannt wurde. Bevor er zu der Insel reiste, wo er Hof hält. Zypern. Ich glaube, der Meister muss Jacques de Molay sein. Die Festung muss Akon sein. Es werden die Mamluken erwähnt. Longshanks ist leicht. Das ist London. Der Tempel ist in Frankreich. Die Insel mit dem Hof. Welche könnte das sein? Zypern oder Rhodos. Also, das kann nicht so schwer sein. Es gibt nur zwei. Überhaupt irgendwie in Frage kommen. Rom. Zypern. Zypern. Was? Akon. Also gut. Akon, das ist die Festung. Akon. Genau, und jetzt kommt London. London. Paris. Paris. Und Zypern. Zypern. Ah, ich hätte jetzt echt gedacht, dass es sich irgendwie lösen lässt. Alexandria. Alexandria war es nicht, definitiv nicht. Akon hat er gekämpft. Dann war in London, Paris und die Insel. Aber wir haben hier keine anderen Inseln außer Zypern. Zypern gehörte ja natürlich dazu. Es muss Zypern gewesen. Vielleicht darf ich ihn jetzt anheben. Ich hab ihn. Seltsam. Er ist viel leichter, als er aussieht. Oh, George. Er ist wunderschön. Ja, unglaublich. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir rauskommen. Was ist das für eine das Säule? Das ist die Plinthe für den Cherub. Sie steht exakt in der Mitte des Raumes, an der Stelle, die Jerusalem darstellt.
Das ist jetzt das vierte Rätsel. Oder die vierte Zeile. Ich muss den irgendwie bewegen. Runter. Rechts. Rechts. Runter. Rechts. Macht keinen Klick. Bin ich entsetzt. Wir sollen wegsehen von Zion, war das. Aha. Dann schauen wir das Ganze nochmal an. Da steht, zum Letzten. Um das Licht zu sehen, wende dich vom heiligen Zion ab und blicke zur großen Festung des Reiches im Osten, der Sitz der heiligen Kirche im Westen, die gelehrte Koptenstadt im Süden. Norden, Osten, Westen, Süden. Alles klar, verstanden. Osten. Westen. Süden. Ich nicht. Soll doch sein, er sagte doch extra, Norden. Irgendwas haben wir gemacht. Schaue ich mal gleich im Süden nach. Ein. Nochmal in den Osten. Auch nicht. So, setzen wir wieder von vorne an. Also, Norden, Osten, Osten, nicht. Fangen wir wieder von vorne an. Norden, vielleicht ist es ja Westen erst. Oh ja, Westen. Jetzt Osten und dann Süden. Denn Osten ist es irgendwie nie. Also von vorne. Norden macht Klick. Ja. Westen. Das hat geklappt. Verschwinden wir hier. Geschafft, George. Ich weiß. Wir sind doch genial, oder? Der Champagner geht auf mich. Keine Chance. Das ist mein Job. Okay, dann spendiere ich das Essen. Abgemacht. Das war zu einfach. Was für ein Essen. Was für ein Abend. Jo. Okay, Zeit fürs Bettchen, glaube ich. Zeit fürs Sofachen. Na dann, gute Nacht. George, hättest du es hier nicht bequemer? Oh la la. Bedeutet das das, was ich glaube? Willst du mir zeigen, was du glaubst, was es bedeutet? Wie lange hast du denn Zeit?
Die ganze Nacht. Reicht dir das? Muss wohl, für den Anfang. Noch was. Ja, und? Wer ist Nico? Du hast letzte Nacht im Schlaf von ihr gesprochen. Oh, jemand, den ich mal kannte. Früher, in einem anderen Leben. Einem anderen Land? Sowas in der Art. Noch ein Gefallen, ja? Aber der letzte. Drehst du bitte den Engel um? Mein Großvater sagte immer, das Leben ist ein ewiges Auf und Ab, George, und bei deinem Gesicht gewöhnst du dich besser an das Ab. Witzig und im Grunde nicht weit weg von der Wahrheit. Wie konnte das nur schief gehen? Zurück ins Pasha Palace. Anna Maria und ich haben, nun, wir waren, wir schliefen, aber plötzlich hörte ich ein Geräusch. Ich habe nicht gesehen, wer es war oder was sie mit Anna Maria gemacht haben, aber als ich zu mir kam, war sie fort. Und stattdessen war da dieser Kellner, was ich komisch fand, aber auch beruhigend. Ich hatte nichts aufs Zimmer bestellt, aber deswegen war er auch gar nicht da. Er wollte antworten und ich glaubte ihm, als er drohte, mir beide Kniescheiben zu zerschießen, wenn er sie nicht bekäme. Er hatte eigene Pläne, irgendwie wusste er auch von dem Cherub. Ich erinnere mich auch gesagt zu haben, Anna Maria, sie ist entführt worden. Aber der Kellner interessierte sich mehr für den Cherub. Wie groß war er? War er wirklich aus Gold? Für wen ich arbeitete? Dann jaulten plötzlich Polizeisirenen auf. Prima, dachte ich noch, endlich werde ich vor dem Irren da gerettet. Es war auch wirklich die Kavallerie und sie wollten auch jemanden verhaften. Mich. Jemand hatte mein Gesicht auf den Überwachungsvideos aus dem Topkapi erkannt. Die dachten, ich sei ein Terrorist und der Kellner war gar kein Kellner, sondern eine Art Geheimbulle namens Mevlut. Irgendwie wurde alles immer toller. Mevlut befahl, das Zimmer zu versiegeln, dann ging er. Ein Soldat mit einem wirklich interessanten Gesicht hauchte mir aus nächster Knoblauchnähe zu. Mr. George, ey, du warst echt böse, böse Junge! Du wanderst für echt lang Zeit in Gefängnisse! Ich dankte ihm freundlich für diesen ausgesprochen interessanten Hinweis. Dann wurde alles schwarz. Da wäre ich also. Nicht gerade die übliche Urlaubskreuzfahrt, was? Das ist richtig. Was ist da wohl wieder schief gegangen? Und wir haben hier recht viel zum Schauen. Naja, wir haben ja auch Zeit, also... Was ist das hier? Sehr feuchte Wand. Der Mörtel bröckelt. Den kann man bestimmt... Ach ja, wir haben ja nichts mehr. Kann man bestimmt irgendwie ausbuddeln. Einladend? Nö. Komfortabel? Nö. Angemessen? Nicht mal das. Okay. Wenn wir noch was anderes anschauen, außer dem Fenster vielleicht. Ein Fenster knapp außer Reichweite verhöhnt mich. Wir haben noch einen Kanal. Über dem Boden verläuft ein komplexes Entwässerungssystem. Perfekt, um Blut, Schweiß und Tränen wegzuspülen. Okay, George, sorgen wir dafür, dass nichts davon eintritt. Vielleicht außer Schweiß. Was ist das? Verschwunden. Oh, die liebe Maus. Ratte, was auch immer. Käse. Auf dem Tisch liegt ein angeschimmeltes Stück Käse, das sich gerade voll entfaltet. Dann nimm's mal mit. Aha, ich weiß, wie das geht. Wenn ich nur ein Stück Schnur und einen Magneten hätte, hätte ich den Schlüssel im Nu. Obwohl, vielleicht sollte ich besser die Finger von dem Käse lassen. Wenn die Ratte ihn nicht will, will ich ihn auch nicht. Heb ihn auf. Das wird nicht klappen. George, du machst mich echt fertig. Dann schauen wir uns das Schloss mal an. Anschauen, sag ich. Nicht raus. Ach, George, du machst mich wirklich gerade fertig. Okay, wir schauen uns das sehr feuchte Wand. Der Mörtel bröckelt. Gemörtel an. Nein, 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 nein. Wache! Was wollen Sie? Ich bin zwar Amerikaner, aber ich habe auch meine Rechte. Tun Sie mir einen Gefallen. Nicht wirklich redselig, der Kerl.
Okay, wir können Myrtle nur anschauen, das ist schon schlecht genug. Wenn wir das Gitter anheben. Die Maus passt da durch, George nicht. Na gut, was können wir mit der Pritsche machen? Drauf liegen? Nein, danke. Ich quäle mich lieber. Dann schau zum Fenster. Außer Reichweite. Die Ratte kommt offenbar nicht raus. Dann geh da rein. Aua, Scheißratte. wurde es jetzt hingefeuert? Aha, keine Ratten mehr. Aber dafür was anderes. Ein Bügel. Oh, das ist prima. Wir haben einen Bügel und wir haben einen kaputten Myrtle. Der Myrtle um den Stein ist locker. Ich muss ihn nur wegkratzen. Da, jetzt kann ich den Stein aus der Wand ziehen. Das machen wir vielleicht auch mal. Und da kommt der Brocken. Oh oh. Das habe ich geahnt. Hey, Amerikaner! Nicht gut. Sie kosten mich 20 Lira. Aber das nutzt ihnen nichts. Sie brechen bloß in die nächste Zelle ein. Und jetzt geben Sie diesen Bügel her. Sie könnten sich sonst schneiden. Oh. Und da ist jemand, der Sie sehen will. Ich bin Pater Nicolas. Und das ist Schwester Immaculata. Mein Sohn, du hast mehr gelitten, als du verdienst. Da haben Sie völlig recht. Aber bedenke, es gibt immer noch andere, die es härter getroffen hat. Ach ja? Also ich habe hier keinen gesehen, der tauschen wollte. Die Nachricht von deiner Festnahme erreichte unser Waisenhaus. Die Kinder wissen, dass selbst die ärgsten Sünder im Angesicht von Liebe und Barmherzigkeit bereuen können. Wirklich? Nett, dass sie das so sehen. Sie spendeten dieses Spielzeug, um dir die Zeit bis zur Hinrichtung zu vertreiben. Bis zur was? Ich meine, bis zum Prozess. Von Jenab diese Murmeln. Von Halil diese kleine aufziehbare Maus. Von Errol dieses Quietsche-Spielzeug. Doch wir müssen gehen. Im Todestrakt gibt es noch einen, der Beistand braucht. Tja, meine besten Wünsche hat er. Und danke fürs Spielzeug. Wollte ich schon immer haben. Auf dem Dach. In einer Stunde. Sei da. Was? Hey, was haben Sie gesagt? Okay, die helfen uns. Genau, was ich brauche. Die wollen uns hier rauskriegen. Also, Murmeln. Quietschespielzeug. Faden. Stück Stoff. Das Murmelsäckchen öffnet sich. Und die Quietschmaus. Eine kleine mechanische Maus zum Aufziehen. Lassen wir sie mal ein Ründchen laufen. Der Faden sieht nicht so aus, als würde er zu dem Murmelsäckchen gehören. Das ist ein dicker, stabiler Nylonfaden. Hat er nicht was gesagt von Seil und Käse? Magnet. Nein, scheinbar nicht. Quietschespielzeug. Ein Gummiteil, das redet, wenn man draufdrückt. Murmeln. Eine Handvoll Murmeln. Oh, lang, lang ist's her. Nicht die Murmeln mit dem Dings hier benutzen? Die Murmeln sind überall vor der Tür verstreut. Warum auch immer ich das machen sollte. Ich schau mal da drüben rein. Was sich jetzt so ziemlich gar nicht gelohnt hat, aber hier noch vorne was aufblitzen sehen. Nein, nur die Tür. Wache. Das war jetzt fast zu einfach. Okay, wir könnten die Maus flitzen lassen, warum auch immer. Doch gar nicht wohin. Warum sollte ich das wohl versuchen?
ich weiß nicht, vielleicht da ins Loch rein? Nee, geht nicht. Das klappt doch nicht. Das Quietscheentchen? Warum sollte ich das wohl versuchen? Komme ich an den Wachmann irgendwie ran? Die Wache ist bewusstlos, aber nicht lange. Ich kriege den Schlüssel gerade so. Das war jetzt fast zu einfach, oder? In einer Stunde auf dem Dach, naja, da haben wir noch ordentlich Zeit. Ich bin dafür, dass wir uns hier erstmal noch umschauen. Und vielleicht das ein oder andere an Wertgegenständen mitholen, die uns in der Zukunft beim Rätseln helfen können. Ach, nur damit wir nicht nochmal zurück müssen. Käse ist jetzt im Moment sinnfrei, oder? Ich glaube schon. Ich muss was mit der Wache anstellen. Er kann jeden Moment aufwachen. Das ist natürlich klar. Und wir haben noch das magische Seil. Damit können wir den bestimmt fesseln. Mit aneinander gefesselten Händen und Füßen geht der nirgendwo hin. Naja, Füße. Die hat er wohl vergessen. Allerdings, mehr Seil haben wir nicht. Mit dem noch den Beutel über den Kopf ziehen oder sowas. Damit er nicht sieht. Knebel, dem wird die Brüllerei vergehen. Oh, Knebel, ja. An sowas habe ich auch nicht gedacht. Aber gut. Ich hätte noch in den Beutel da den Käse reinpacken können. Hätte was zum Essen gehabt zwischendurch. Das wird nicht klappen. Nein, den will er nicht haben, der George. Sei es drum. Wir brechen hier aus und schaffen das hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.